Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Was relativ, also ich finde, das ist ein bisschen zu früh, aber ich mache es trotzdem. Ich stelle euch jetzt verschiedene Intros vor und ihr entscheidet, wie ihr auch im Hintergrund seht, neues Intro, ihr entscheidet welches, also. Und ihr könnt aber auch reinschreiben, vielleicht könnt ihr könnt ja vielleicht euren davon gebrauchen. Und da fangen wir eigentlich schon an mit dem ersten. Ja, bis gleich. Ja, das war das erste Intro. Ich finde es persönlich eigentlich richtig geil. Nur das FX sieht man ein bisschen zu kurz. Na, aber ihr entscheidet. Also ich würde das nehmen, was euch am besten gefällt. Und würde ich alle, also alles, also ich entscheide auch ein bisschen mit. Sonst würden das nicht genau die 5 Intros sein, sondern irgendwelche Intros, die ich rausgesucht habe. Ja, dann kommen wir zum nächsten Intro. Das geht übelst kurz. Ja, bis dann. Was ich persönlich bei diesem Video eigentlich, bei diesem Intro richtig geil finde, ist das am Rand, aber es ist mir ein bisschen zu kurz. Die Musik passt auch, meiner Meinung nach. Also ich will es euch auch nicht irgendwas einreden oder so. Also lasst euch das, also guckt euch das mehrmals an, die Intros, also weil nicht, dass dann zum Beispiel 50% für das eine, 50% für das, Mann. 46% für das eine und das Rest, also die 64 für das andere. Das heißt 64. Ist jetzt egal. Und ja, es sind 54, aber okay. Ja, ich lasse mich zwischen jedem Intro so ungefähr so um die 30 Sekunden Zeit. Hier habe ich schon ein bisschen mehr Zeit gelassen. Für das nächste Intro, das wird das gleiche in einer anderen Version sozusagen. Musik ist auch anders. Ja, dann sehen wir uns bald, also danach wieder. Ja, das finde ich nicht so geil eigentlich. Also doch schon, sonst hätte ich das nicht genommen. Die Musik passt am Ende, am Anfang. Naja, finde ich die nicht so gut. Das ist kacke, dass man die Schrift nicht bewegen kann in Movie Maker. Ja, jetzt so. Movie Maker, oh, was mit dir? Kauft ihr mal Adobe oder irgendwie sowas? Nehmt Movie Maker, komme ich ganz klar. Und ich habe noch ein anderes, das heißt irgendwie VSDC Video Pad Editor. Damit komme ich auch ganz klar. Und das wird auch das, also mit damit habe ich auch das nächste Video geschnitten, was danach, also irgendwann Tag oder so oder heute noch kommen wird. Ja, dann kommen wir zu dem nächsten Intro. Jetzt wird es ein bisschen exotischer, wenn man es nehmen kann. Ich finde, das ist eigentlich exotisch. Also kann ja sein, dass ihr der gleichen Meinung seid. Und dann sehen wir uns bei dem Video. Entschuldigung für die Sprechfehler. Dann sehen wir uns nach dem Intro wieder. Das finde ich auch richtig geil und exotisch. Ich glaube, ihr findet es auch exotisch. Und ich muss mich mal kurz richtig hinsetzen, weil ich glaube, ihr hört sogar das Quietschen von meinem Stuhl. Ja, jetzt geht's wieder. Also, ich finde das Video, ich finde das Intro richtig geil. Die Musik passt auf jeden Fall, ist auch exotisch. Die Schrift, also die ich da so gemacht habe, kann glaube ich auch bleiben. Das, was ich da geschrieben habe, das, was ich heute mache, ist, da schreibe ich so hin, ob Infovid zum Beispiel oder Tipps und Tricks, ob, beste Dating-Seite, also was ich heute mache halt, ne? Ja, dann kommen wir zu dem nächsten Intro, was ich, ja, das ist, das, man hätte das besser hinkriegen können, nur ich kann das mit der Schrift halt nicht so machen. Ja, dann sehen wir uns nach diesem Intro, nach dem letzten, glaube ich, wieder. Ja, bis gleich. Ja, Leute, das Video ist, also dieses, ich sag die ganze Zeit Video, was ist los mit mir? Dieses Intro ist, also dieses,
egal. Das Intro ist auf jeden Fall mein Favorit. Könnte ich das mit der Schrift da machen, das wäre so geil. Dann könnte ich das und das machen und das und die Schrift bewegen. Also, das ist im Moment mein Favorit und das, was ich wieder am Ende, das, was ich heute bringe, ist, also Art des Videos, ob 5, Top 5 oder irgendwie sowas. Ja, das war doch nicht das Letzte, da kommt noch eins, was auch wegen der Schrift ein bisschen verknackst wurde, also ein bisschen kacke wird. Aber es gefällt mir halt und dann sehen wir uns bei dem letzten, nach dem letzten Intro wieder. War das letzte Intro, ja, also schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, welches Video, also welches Intro ihr am liebsten haben möchtet vor meinen nächsten Videos. Und mir ist aufgefallen bei dem letzten Video, Intro jetzt gerade, hatte ich Leerzeichen zwischen meinen Buchstaben, okay. Ja, das war's dann eigentlich auch schon mit diesem längeren Video, was also sehr mit meinem Kanal zusammenhängt, wenn man es so nehmen kann. Also entscheidet euch, nehmt mal eine Lupe, kontrolliert alles und checkt die Beats. Also, okay, nein, das war jetzt irgendwie scheiße gelabert. Also ja, ciao, bis zum nächsten Mal.